Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich freue mich, denn mein Paket von Duft Lovers ist angekommen. Ja, da war vergangenen Sonntag Restock und ja, 3 Tage später ist das Paket auch schon da. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, für alle, die Duft Lovers noch nicht kennen, das ist die Sarah, die gießt viele tolle Düfte in Handarbeit und ist quasi eine unserer Duftfeen in Deutschland. Ich bin seit einigen Wochen großer Fan von ihr und habe deswegen auch beim Restock wieder zugeschlagen und das packen wir jetzt zusammen aus. Ja. Es sind, ich glaube, 24 Düfte, die ich bestellt habe, also allerhand. Und ich bin sehr gespannt. Ja, verpackt hat es diesmal ihr Mann, denn die Sarah, die ist ja noch so ein bisschen angeschlagen durch eine OP und ja, jetzt geht's erstmal los. So, als erstes kommen hier eine kleine Goodie-Tüte entgegen, was zu naschen, ja, und die üblichen Hinweise, wie das Wachs zu verwenden ist. So. Und als erstes greife ich hier Shea Butter. Das sind so Brittle-Stücke. Ja, sehr cremig, sehr weich. Geht für mich fast in eine Weichspülerrichtung. Ja, sehr hell, so ein bisschen frisch. Ja, also das ist für mich fast ein Weichspülerduft, würde ich jetzt sagen. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Da bin ich gespannt, was der warm hergibt. Shea Butter. So, als nächstes habe ich die sehr beliebte Sonnencreme. Da hatte ich Glück, dass ich einen ergattern konnte. Also die war ja anscheinend im Nu ausverkauft und sehr beliebt. Die gab es, dachte ich, glaube schon beim letzten Mal im Restock und da habe ich sie übersehen und mich schon geärgert. Und jetzt habe ich zum Glück 2 Täfelchen hier abbekommen. Ich bin sehr gespannt. Ja, sehr schön. Also das ist fast schon in so eine Nivea-Richtung, würde ich sagen. Sehr cremig. Ja, das würde ich auch mich damit eincremen wollen am Strand. Keine Frage. Ja, ein ganz toller Duft. Bestimmt auch sehr intensiv, vermute ich mal. Und den wird die Sarah bestimmt auch im nächsten Restock wieder gießen, weil der, wie gesagt, sehr beliebt war und die Nachfrage groß war. Die Sonnencreme. Dann haben wir hier so einen Thaler Lavender White Tea. Auch sehr hübsch gegossen. Und ja, Lavendel mag ich mittlerweile ja sehr gerne und ich bin gespannt, wie das jetzt in Verbindung mit dem weißen Tee ist. Ja, es hat was Cremiges überraschenderweise. Was Helles, Frisches. Man riecht den Lavendel, der ist schon krautig, aber sehr angenehm. So ein bisschen spritzig, zitrisch vielleicht auch. Bei weißem Tee könnte ja Bergamotte mit drin sein. Aber ich finde ihn überraschend cremig, muss ich sagen. Aber es gefällt mir gut. Also ich mag ja, wie gesagt, so cremige Düfte. Sehr schön. So, dann haben wir, dieses schöne Wölkchen, nämlich Nivea Soft Cube. Ich halte euch erstmal das Wölkchen so kurz hin. So. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil, wie gesagt, der Sonnencreme für mich auch so nach Nivea gerochen hat. Der ist noch ein Hauch anders. Ja, der hat noch was noch, was heißt cremigeres oder sanfteres, sagen wir mal so. Der Sonnencreme-Duft ist intensiver auf jeden Fall. Der hier ist noch weicher, noch sanfter. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, ach, ich zeige euch nochmal das Wölkchen. Das ist, wie gesagt, so zweifarbig gegossen mit so ein bisschen Glitzer. Man sieht es jetzt leider schlecht. Einmal die Rückseite. Ja, doch, da sieht man es ein bisschen funkeln. Ja, sehr schön, da freue ich mich. So, dann haben wir hier einen Meltbrocken Sweet Baby Powder. So sieht das aus. Ja, da denke ich mal, wird für mich jetzt so ein süßer Babypuderduft erwarten. Baby Powder mit vielleicht Pink Sugar. Ja, mal gucken, ob ich das hier rauskriege. Ja, tatsächlich
Babypuder und süß, aber es ist, glaube ich, nicht Pink Sugar. Also ich kenne, sage ich jetzt mal, diese Pink Sugar oder Baby Powder Mischung anders. Aber es riecht sehr, sehr gut. Es hat für mich fast noch einen, auch so einen ganz leichten süßer Wäschemoment, würde ich sagen. Ja, sehr angenehm, sehr schöner Duft, da freue ich mich. Sweet Baby Powder. Noch ein Melkbrocken Egyptian Amber. Das ist in so einem hellen Gelb-Gold gegossen mit Glitzer. Ja, der ist überraschenderweise auch ein bisschen süß. Ich muss den mal rausholen. Na, so. Oder auch nicht jetzt. So. Ja, auch sehr angenehm, sehr cremig. Ich hätte mir jetzt vielleicht, aber da habe ich halt das von Yankee Candle im Kopf mit so Moschus und so, deswegen hätte ich das jetzt mehr im Hinterkopf. Aber der riecht sehr weich. So ein bisschen cremig, vielleicht vanillig und süß. Also ich hätte mir anders vorgestellt, aber der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Bin ich mal gespannt, was der warm hergibt, weil der wie gesagt sehr weich und cremig ist. Egyptian Amber. So, dann haben wir hier 1 Cent Shot den Dove Dupe. Also hellblau-weiß. Ah ja, der ist ja auf jeden Fall kräftig intensiv cremig. Das ist von diesen ganzen Sonnencreme und Nivea Düften, würde ich jetzt sagen, der intensivste. Fast noch intensiver als die Sonnencreme. Also ich bin jetzt überrascht, dass die wirklich alle drei unterschiedlich riechen. Ich hätte gedacht, dass das sich so ein bisschen überschneidet. Aber auch sehr schön. Also sehr intensiv, cremig. Schöner Duft. So, dann haben wir hier eine Tafel Dreams. Da bin ich auch mal gespannt, was das sein wird. Zeige ich euch mal. Das ist in so einem Weiß mit Glitzer und die Rückseite ist in Blau gegossen. Ja, auch ein schöner, cremiger, süßer Duft. Der hat noch eine leichte fruchtige Note. Ich kann jetzt nicht sagen, was es genau ist, aber so eine ganz leichte, ich weiß nicht, vielleicht Pfirsich und was Bäriges. Gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Ja, auch sehr angenehm, cremig, süß. Ja, lädt zum Träumen ein. Dreams. Weiter geht's mit italienisches Kaffeegebäck. Ja, da habe ich mich mal was getraut, weil ich bin ja eigentlich kein Kaffee-Fan, aber ich dachte mir, wenn das vielleicht so in die Richtung von diesen, wie heißen sie gleich, dieses Mandelgebäck, was da an der Seite immer liegt, Amarettini, glaube. Ja, wenn das so riecht, dann wäre ich einverstanden. Oh, ja, der ist sehr cremig, also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Den muss ich auch mal rausholen. Ja, hier unten ist diese schöne Amarettini-Note und das Ganze ist sehr sahnig-cremig, gefällt mir überraschend gut. Oh, der ist lecker, also da hat man Lust wirklich mal dran zu knabbern. Und das ist ein schöner Duft, also da freue ich mich auch, den schon warm zu testen. Also bisher alles sehr gelungen, liebe Sarah, gefällt mir echt gut. Kaffeenot in dem Sinne nicht wirklich vorhanden, aber es ist ja auch nur dieses Kaffeegebäck, wie gesagt, ne? Deswegen für, ich würde sagen, Foodie-Liebhaber, die es auch gern ein bisschen cremig, mandelig mögen. So, dann haben wir Prinzessin frisch und pudrig. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da gab es ja auch so ein schönes Meltform in so einer kleinen Püppi gegossen. Auch schön. Sehr süß. Ja, auch cremig frisch. Das ist eine Mischung aus vielleicht so einem, ja, so einem Nivea-Duft mit was Süßem. Vielleicht ist auch eine leichte Fruchtnote bei. Aber auch sehr lecker. Also Sarah, ich muss sagen, du hast dich wirklich sehr gemacht. Also ich erinnere mich ja noch an dein erstes Paket, was ich ja dufttechnisch gut fand. Aber da das Wachs ja so eine Essignote hat, was ja jetzt komplett wegfällt, weil du ja ein anderes Wachs verwendest. Und wie gesagt, also die Düfte überzeugen mich bisher wirklich sehr. So. Dann haben wir eine Tafel Five Moments
Und das war, glaube ich, eine Mischung aus was Süßen, aus diesem Balsam Encila, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich weiß gar nicht, was noch alles drin war, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was du hier alles ja, vereint hast. Die Tafel ist in so einem ja, Flieder-Graphit-Ton, würde ich sagen. Ja, man riecht schon vordergründig dieses Balsam Encila, aber der ist sehr abgemildert durch noch was Cremigeres und was Süßem. Auch schön. Ja, Balsam Encila mochte ich sowieso, weil das ein Tannenduft ist, der für mich sowieso schon in so eine leichte Wäscherichtung geht, die so ein bisschen gesüßt ist. Schöner Duft. Five Moments. Dann haben wir Pistachio Macarons. Den hatte ich ja beim letzten Restock auch schon bestellt. Ach nee, Quatsch, der war, oder? Bestellt? Ja doch, ich weiß es gar nicht. Oder war der in dem Überraschungspaket, was ich letztes Mal von dir bekommen habe? Auf jeden Fall ist das ein schöner Macaron-Duft, der in eine Mandelrichtung geht. Ich versuche das mal rauszuholen. So. Ja, der ist sehr cremig, sehr süß, sahnig und hat diese Mandelnote, eine leichte Gebäcknote. Und ich fand den, ich weiß, weiß ich noch, warm, sehr, sehr angenehm lecker. Also das ist auch so ein Duft, wo man gerne mal dran knabbern möchte. Pistachio Macarons. So, weiter geht's. Ah ja, da waren jetzt auch viele scharf drauf, und zwar die afrikanischen Inseln. Da bin ich auch sehr gespannt, was mich da jetzt erwartet. Da habe ich so einen Clamshell. Kunterbunt. Ja, der ist zitrisch, tropisch. Ich versuche das mal rauszuholen, ohne es kaputt zu machen. So, dieses schöne Stück. Ja, der ist parfümig. Was könnte da drinne sein? Bergamotte vielleicht? Das ist so ein bisschen. Ja, Spa-mäßig auch. Also ich würde jetzt sagen, diese Duftrichtung hätte ich bei anderen vielleicht schon mal unter dem Namen vielleicht Spa oder irgendwie sowas wahrgenommen. Ich kann den gar nicht genau beschreiben. Vielleicht so ein bisschen herb kräuterig auch. Ja, auch ein interessanter Duft. Ja, in Afrika ja, war ich jetzt so noch nicht konkret. Ägypten, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob es da so gerochen hat. Das ist schon einige Jahre her. Das sind die afrikanischen Inseln. So, dann haben wir einen Dufttaler blumiger Komfort. Ui, der ist aber echt süß geraten. Sehr tutti. Also den hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Der geht für mich eher in eine sehr süße, fruchtige Richtung. Irgendwas Bäriges. Könnten auch ein paar Trauben oder Cranberries in so eine Richtung bei sein. Da bin ich mal gespannt, was der warm hergibt. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber ich würde jetzt sagen, dass da vielleicht sogar noch eine leichte Lavendelnote mit bei ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Der ist mir fast schon zu Jellybean-mäßig, würde ich sagen. Ja, den muss ich mal antesten. Das ist jetzt so der erste, der mir nicht 100% zusagt, aber den werde ich auf jeden Fall testen. Blumenkomfort. Dann haben wir Deep Sea Minerals. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein Wachs, beziehungsweise, ja, weiß nicht, was Sarah da reingegeben hat, was im Dunkeln leuchten soll. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, das ist ein frischer. Aquatischer Duft, der aber für mich fast auch in so eine Weichspüler-Richtung geht. Ja, also eine Mischung aus Weichspüler und was aquatisch-ozoniken. Schon so in die Richtung Meeresbrise, aber gepaart, wie gesagt, mit so einem frischen Weichspüler. Ja, auch sehr schön. Gerade jetzt für den Sommer so ein bisschen was Kühles, Erfrischendes. Deep Sea Minerals. Und den werde ich auf jeden Fall mal abends testen. Da bin ich gespannt, wie der am Leuchten ist. So, dann haben wir einen Centshot Unicorn Sparkle. Und so ein Glitterrosa. Ui, auch lecker. Also, das wird so eine Pink Sugar Mischung sein, denke ich mal.
Ja, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, sehr weich auch. Leicht fruchtig durch diese, ich glaube, Himbeeren, Erdbeeren, was da so drin ist, Moschus. Oh, lecker. Ja, der gefällt mir auch wunderbar. Unicorn Sparkle. So, dann haben wir Röschen von dem Blumenladen. Ja, das ist ein Pfingstrosenduft, würde ich sagen. Der riecht so ein bisschen nicht wie Fresh Cut Roses, sondern eher wie diese Salt Mist Rose Düfte. Ne? Also was so diese Pfingstrosendüfte an der Küste sind, würde ich sagen. Der hat auch was Grünes auf jeden Fall. Aber der geht für mich jetzt eher in so eine, ja wie gesagt, so eine Coastal Peony Geschichte. Ja, auch sehr schön. Blumenladen. So. Jetzt kommt eine Tafel. Zum Glück auch heile geblieben. Und zwar ist das die Blütenbrise. Ich hole sie euch mal vorsichtig raus und zeige sie euch mal. Ja, das ist wie so eine Art Baumrinde, Holzblock gegossen und das in diesen, ja, fröhlichen Rot-, Violett-, Gelbtönen. Ja, das ist ein floraler Duft, aber auch sehr frisch. Also das könnte auch in so eine Weichspüler-Richtung gehen. Hat auch eine leichte, fruchtige Süße, würde ich sagen. Ja, auch was Schönes für Sommer und Frühling. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, würde ich so, wie gesagt, kategorisieren als einen fruchtig, süßen, floralen Weichspüler-Duft. Gefällt mir auch sehr gut. Die Blütenbrise. So, dann haben wir noch einen, wie nennt man das denn? Auch Clamshell oder sowas, in der Richtung Himbeerträume. Ich würde jetzt fast überlegen, ich glaube, ich hatte eigentlich hiervon, von dem, eigentlich ein, wie nennt man es, was in der Größe so ein Melbrocken bestellt, aber hier ist ein Sandshot gekommen und ich glaube, hier war es dann umgekehrt. Ich denke mal, da wird Sarah dann. Oder ihr Mann entweder was vertauscht haben oder es war vielleicht nicht mehr vorrätig in der Größe. Deswegen bin ich aber jetzt nicht böse drüber. Himbeerträume, wie gesagt. Wie rum zeige ich das? So, da sieht man so ein Herzchen. Ja, ein Himbeerduft. Ich glaube, den hatte ich neulich in einem Tauschpaket zum Testen. Und der hatte mir ganz gut gefallen. Der war sehr kräftig, sehr bärig, sehr fruchtig. Nee, Quatsch, ich hatte Himbeer-Vanilla oder irgendwie so war das. Und der hier ist auf jeden Fall ein bisschen. Mal gucken, ob ich ihn rausbekomme. Ich will es nicht kaputt machen. So. Ja, fruchtig, bärig, ganz leicht cremig. Ja, auch sehr schön. Himbeerträume. So, dann haben wir hier noch eine Tafel Indian Rose and Musk. Bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie sich das verhält. Das ist so eine Tafel wieder. Finde ich, hat auch eine schöne Portionsgröße. Da kann man sich immer so eine Ecke abbrechen. Ja, das riecht im Prinzip, ich würde sagen, in die Richtung wie dieser Blumenladen. Nur, dass der hier auf jeden Fall noch so ein bisschen cremiger, parfümiger ist. Ein bisschen gedeckter, wenn man das so sagen kann. Ja, der ist so ein bisschen gedämpfter. Also sehr angenehm, aber das, also gedämpft soll jetzt nicht negativ klingen. Gedämpft im Sinne von, der ist halt nicht ganz so aufdringlich, der ist schön cremig, wie gesagt. Gefällt mir auch sehr gut. Hätte ich mir ein bisschen wahrscheinlich dunkler noch vorgestellt, aber so mag ich es auch sehr gerne. Indian Rose and Musk. Dann haben wir hier noch Briddles von fruchtiger Earl Grey. Ja, ich mag Teedüfte sehr gern und der hier soll so ein bisschen fruchtig sein. Da ist, glaube ich, habe ich gelesen, auch Gurke und Minze drin. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, sehr interessant. Ja, man hat auf jeden Fall so einen zitrischen Teemoment. Und dann kommt, wie gesagt, auch so eine leichte frische Note. Sehr angenehm, auch was Schönes, Sommerliches.
Ja, 1A gefällt mir auch sehr gut. Also ich bin begeistert. So, dann haben wir noch Bedtime Baby Bath. Den hatte ich, glaube ich, beim letzten Restock mir auch als Brittle oder irgendwas bestellt und fand ich sehr gut. Und deswegen durfte jetzt nochmal so ein Melkbrocken einziehen. Ja, das ist auch so ein cremiger Duft. Der hat was Süßes, Vanilliges. Ich weiß nicht, ob da Lavendel oder irgendwas Florales mit bei ist. Ja, auch sehr angenehm. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, der ist schön zum Runterkommen, Entschleunigen. Bedtime Baby Bath. Und hat diese leichte Babypudernote, genau. So. Zwei habe ich noch. Ja. Und dann haben wir noch die Goodies. So, jetzt habe ich hier noch Violet Baby. Das in so einem dunklen Violettblau gegossen. Ja, der hat auch eine fruchtige Note. Also hier unten riecht er pudriger. Und oben hat er jetzt aber wieder so eine leichte, fruchtige wie Trauben- oder Jellybean-Note gehabt. Also unten gefällt er mir besser, aber im Endeffekt wird sich das dann erst warm zeigen. Also so unten gefällt er mir richtig gut. Da ist es eher so ein pudriger Duft, was leicht florales, frisches. Ja, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, wie der sich dann warm entwickelt. Und dann habe ich als letztes hier noch den Skandal. Wird das, glaube ich, in der Werbung immer ausgesprochen. Das ist so ein Parfüm-Dupe. Ich weiß gar nicht, wer die Werbung dazu macht. Okay. Also der ist relativ dumpf, würde ich jetzt sagen. Ich hätte ihn mir ein bisschen anders vorgestellt. Den muss ich auf jeden Fall warm testen, was da rauskommt. Also der ist schon feminin, vielleicht floral. Aber der ist relativ schwach, muss ich jetzt sagen. Ja, bin ich mal gespannt, was der warm hergibt. Da kann ich jetzt kalt noch gar nicht so viel zu sagen. Ja. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall eine Menge toller Düfte. Waren jetzt so zwei dabei, wo ich mal gucken muss, wie die sich warm entwickeln. Aber der Rest hat mir ja eigentlich die Bank weggefallen. Und jetzt kommen wir noch zu der kleinen Goodie-Tüte. So, da haben wir Madame Coco Dupe. Das ist schön, den wollte ich eigentlich auch mal testen, aber ich dächte, dass der vielleicht sehr madammig sein könnte. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den letztens schon mal dabei hatte. Ja, der ist sehr madammig. Der hat zwar auch was Weiches, pudriges, aber ein recht madammiger Duft. Rose Bubblegum. Ja, genau, den habe ich, glaube ich, oder den gab es, glaube ich, nur in groß. Deswegen habe ich den nicht genommen, weil bei Bubblegum war ich mir nicht so sicher. Ja, das ist so ein Kaugummi-Duft, der tatsächlich so einen leichten Rosencharakter hat. Und der riecht irgendwie leicht nach Honig oder irgendwie sowas. Kann sein, dass ich mir das vielleicht nur einbilde. Aber da bin ich sehr gespannt. Den teste ich auf jeden Fall. Dann nochmal den Dove Dupe als Pröbchen. Erstmal in die Kamera halten. So. Ja, auch das kleine Stück Kubala ist auch sehr, sehr kräftig. Sehr intensiv, sehr schön, da freue ich mich. Und zu guter Letzt rauchige Vanille. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Den habe ich mit Absicht nicht bestellt, weil ich dachte mir rauchig. Mal sehen, ob das was für mich ist. Aber finde ich gut, dass ich den zum Testen habe. Ja, sehr rauchig, aber auch sehr vanillig. Das ist dann eher was so für vielleicht die liebe Kira oder Miss Curly Jen, die stehen ja auf solche Düfte. Ich weiß nicht, ob ich den testen werde oder nicht. Ist mir ein Hauch zu rauchig, würde ich sagen. Ja. Aber vielen Dank für die Goodies und ich muss sagen, es war ein toller Restock. Ich bin gespannt, was du schon wieder in der Mache hast, weil du ja geschrieben hast in deiner Gruppe, dass du schon wieder fleißig am Gießen bist oder Ideen hast. Ja, ich freue mich jetzt auf die ganzen Düfte, weiß gar nicht, was ich zuerst testen soll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch bestellt habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!